Ich grüße euch, Freunde des Entitos. Willkommen zurück zu Dead by Daylight und zur nächsten Folge Kamera schaut drüber. Heute ein Video vom lieben Saphirfire. Er spielt den Xenomorphi auf dem Testbild und wir schauen kurz in Perks und Addons, bevor sie wieder richtig schön saftig wird. Und der gute Saphirfire spielt hier mit einem gelben und einem braunen Addon. Das braune Addon sorgt dafür, dass wenn er aus dem Tunnel kommt oder auch im Tunnel drin ist, er für 3 Sekunden die Auren von Geschütztürmen sehen kann. Und das gelbe Addon sorgt dafür, dass die Schrittanzeige im Tunnel vergrößert ist. Er spielt außerdem mit Schlampiger Schlachter, Nurse Calling, Stromstoß und Alien Instinct. Das Ganze auf Haddonfield. Ich bin gespannt. Und wir hatten ja noch nie eine Testbildrunde hier in diesem Format. Also eine kleine Premiere sozusagen von Saphirfire hier. Und ich bin gespannt, wie er den Xenomorphi spielt. Ja, wir sind auf jeden Fall im Laufmodus drinne. Und es scheint auch eine relativ normale Runde zu sein, hat er geschrieben. Deswegen auf dem Testbild ist ja immer alles ein bisschen Kuddelmuddel. Er geht wieder rein, hat keinen gefunden. Hat hier noch... Und da war Schritte gehört. Jawohl, da sind Schritte. Aber auch ein Flammenwerfer. Moin, gibt es einmal gegrillten Xenomorph. Aber hier gibt den Hit auf die Heady. Sehr schön. Und der haben wir den Flammenwerfer gleich mit kaputt. Der war schon ziemlich gut positioniert, muss ich sagen. Der Flammenwerfer. Also, das war not bad. Und Heady will jetzt hier so ein bisschen... Ja, doch nicht. Ich habe erst gedacht, sie will so ein bisschen spielen hier den Loop. Aber sie nimmt das Fenster vielleicht flink dabei. Aber gut, es hat nichts geholfen, weil sie ja gedroppt ist. Es sah auf jeden Fall so ein bisschen nach flink aus. Ein erster schneller Down auf jeden Fall von Saphirfire hier an der Stelle. Ja, sehr gut gemacht auf jeden Fall. Und so kann es eigentlich auch relativ weitergehen, wenn ihr mich fragt. Gut, erster schneller Down, wichtig und richtig. Und ich höre, glaube ich, den Generator da unten. Oh, da wird der erste Generator fertig. Ist es der hier unten? Jawohl, es ist der hier unten. Kratzspuren sind gesichtet worden. Der Laufmodus hat sich aktiviert. Das heißt, wir können die Schwanz Attack ausführen. Hier sehr schön getroffen übrigens. Mit dem guten Tail. Ah, das war sehr ambitioniert auf jeden Fall. Ah, kann er damit gut über Paletten drüber hitten. Und der zweite Gen geht an. Oh, wow, wow, ein Haken, zwei Gens. Und Heady wird gerettet vom Haken. Es baut sich ein bisschen Druck auf. Ja, aber alles, soweit wir gerade hier in der Mitte, keiner ist so ein bisschen produktiv, das ist gut. Da wird auf Heady gewechselt, weil wir haben Drucks. Saphirfire hat, Druck hat zwei Gens quasi Insta verloren. Und er wird auf die Jill gewechselt. Jetzt will er auf jeden Fall auch Druck auf die Survivor ausüben. Aber die Schwanz Attack sitzt nicht so richtig, ja. Und da war sie zu kurz, eben hat Jill gut gedodged. Und wenn die Survivor jetzt smart genug sind, dann können sie Heady sogar recovern. Können sie Heady recovern? Nee. Oh, da kommt... Oh, sehr schön gemacht. Ja, Heady ist recovered, sehr gut. Aber Jill wurde erwischt. Da war sie ein bisschen unvorbereitet in den Xenomorph gelaufen. Und wir haben hier Flammenwerfer-Action. Ja, da ist Flammenwerfer. Oh, sehr gut. Aber Nurse Calling triggert übrigens auch. Und da geht es jetzt auf die Heady. Ja, da ist sie selber schuld. Was ist selber schuld? Sie hätte ein bisschen weiter weggehen müssen. Also Nurse Calling hier gerade prominent. Ja. Hat wieder die Heady gedownt. Und jetzt geht es auf die Jill. Ja, wir wollen die Jill haben hier. Die ist easy drin. Guck mal, die guckt nach hinten. Ist ein Dead Heart? Nein, kein Dead Heart dabei. Jetzt so nach hinten geguckt wäre. Aber die hat noch gar kein Dead Heart ready, weil sie noch gar nicht am Haken war. Let's go, ab Anhook. Heady wird das zweite Mal aufgesammelt und es gibt die Basement Time hier auf jeden Fall. Für Jill. Okay, zwei Haken, zwei Gents. Okay, und Alien Instinct hat sich getriggert. Da sind sie, ja, Nurse Calling deckt sie wieder einmal auf. Und der Laufmodus ist aktiviert. Ja, da ist Heady, will sich, nee, wer ist das? Vittorio? Dachte erst, wer Heady will sich wegschleichen. Und sehe ich da eine Schwanz-Attack? Jawohl, da sitzt die Schwanz-Attack. Wunderbar. Schön, schön, schön gemacht. Er ist auch gar nicht gedodged, hat auch gar nicht versucht, irgendwie so ein bisschen rumzuwiggeln. Okay, jetzt wird der Weg abgeschnitten. Und im allerbesten Fall
Aber was nicht der allerbeste Fall war. Er ist aus dem Fenster gejumpt. Ja, moin. Hey, die hat die Jill rausgezogen. Kassiert aber tatsächlich einen Schwanz. Eine Schwanz-Attack. Und David, ja, das war nicht. Das war sehr gut gespielt von Saphirfire. An der Stelle schön predicted, dass sie das Fenster nehmen wird. Aber wenn Hedy jetzt gefaked hätte, dann wäre sie vielleicht entkommen. Aber sie hat das Fenster nicht gefaked. Und damit geht es dann an den Haken Nummer 2 für Hedy. Und ja, diesen Kratzspuren, hier war eben jemand. Alle sind verletzt. Und da wird ja das Fenster genommen. Okay, die Laufmodus. Der Laufmodus ist aktiviert. Und was plant sich Saphirfire jetzt hier? Kurz eine Verschnaufpause. Da hat jemand disconnected. Und zwar der Vittorius ist ein Bot. Jetzt haben wir einen Vittorio-Bot in der Runde. Saphirfire geht in den Tunnel. Und wo geht er raus? Ah, oben im Haus. Okay, der wurde aber gerettet. Von wem? Da ist Hedy. Ja, die wird jetzt protected halt durch ihren, genau, weil sie gerade gerettet wurde. Ich würde sagen, der Bot hat sie vielleicht gerettet. Nochmal schön den Gesundheitsstatus oben drauf geben. Das ist sehr gut gemacht von Saphirfire. Und dann geht sie da ab in den Tunnel. Okay, da sehen wir, da triggert das Add-on ganz kurz die Geschütztürme gesehen hier. Da sieht er, hier sind Schritte. Das heißt, er geht jetzt hier raus. Er weiß aber auch, dass da ein Geschützturm ist. Also Obacht an der Stadt. Er ist unten, alles easy peasy. Der Tower steht unten. Und wen haben wir jetzt hier? Oh, es ist der Bot. Es ist der Vittorio-Bot. Und da triggert sich tatsächlich wieder einmal Nurses Calling. Auf der Hedy wahrscheinlich. Ja, Hedy hat einfach kein Glück. Nurses Calling kann sehr hart triggern tatsächlich. Es wird oft unterschätzt. Man sieht es sehr selten auf Killern. Ja, Nurse Calling. Aber es kann dir teilweise manchmal so ein bisschen den Arsch retten, wie wir gerade hier gesehen haben. Oh, Hedy wird aber wieder aufgesammelt. Wow, das war schnell. Ja, da haben die Mates schnell reagiert. Der Bot ist das erste Mal am Haken jetzt. Laufmodus aktiviert. Da haben wir jetzt. Wen haben wir hier? Ah, wir haben Jill. Miss Valentine. Aber da geht der Schlag daneben. Und falsch predicted wurde auch. Saphirfire läuft weiter. Oh, nach oben ist sie gelaufen, hat das Fenster genommen. Ah, da wird gemoonwalkt. Und da kommt die Schwänze-Tag. Aber sie trifft nicht. Da knapp daneben auch vorbei, würde ich mal sagen. Und Jill könnte das ein bisschen weiter herauszögern. Da geht der nächste Generator an. Und ja, übers Auto ist ein bisschen schwierig. Höchstens über die Motorhaube. Ja, jetzt. Ah, da wird der Saphirfire wird ein bisschen wild. Auf jeden Fall, der Bot hängt aber immer noch. Ja, keiner geht den Vittorio-Bot retten. Und Jill hat einfach Nerven aus Stahl. Sie weiß genau, jetzt droppe ich noch nicht. Jetzt komme ich, kann auch eine Runde. Saphirfire respektiert hier ein bisschen hart. Aber jetzt, da wird versucht zu 416. Aber das hat nicht funktioniert. Okay, da gibt es den normalen Lunch. Und Jill, ja, okay, Jill will das Terrassenfenster. Oder Balkon, ich weiß nicht, was das ist. Ja, ich weiß nicht, wie man das nennt. Veranda, sorry. Und, oh, da geht der Tail-Attack, ja. Ein bisschen auf Englisch reden. Geht daneben. Ah, das durchs Fenster, da ist sie gelockt in der Animation. Die gute alte Huntress-Mechanik funktioniert auch beim Xenomorphi sehr schön. Aber Jill konnte eine Menge Zeit stehlen. Der Vittorio-Bot wurde jetzt erst gerettet. Und zwei Gens müssen noch gemacht werden. Bei vier Survivern ist es möglich. Auch wenn da eine ein Bot ist, alles noch machbar. Und es geht ab in den Tunnel. Ab ins Tunnelsystem hier. Schauen. Wo sind Schritte? Hier hinten sind Schritte. Wo ist der nächste Ausgang? Es wäre der hier wahrscheinlich, genau. Also Schritte waren hier. Killer Instinct hat sich nicht getriggert. Die sind also nicht nah genug dran. Okay, jetzt geht die große Sucherei los. Ja, Jill wurde auch gerettet. Und ist auch, soweit ich das sehe, wieder voll geheilt. Es wird jetzt interessant. Die könnten es theoretisch halt noch schaffen.
hier zwei Gens zu machen und dann zu escapen. Es ist noch alles drin, hier die Runde ist noch nicht vorbei. Und wenn aber hier... Es ist... ja, es ist Ripley. Ripley haben wir noch gar nicht gesehen. Wie war die verletzt? Also wir müssen sie ja ganz kurz eben mal irgendwo gesehen haben. Weil sie ist ja verletzt. Also... Ja, und da kickt der Killer-Instinkt auf dem Bot. Der Alien-Instinkt, sorry. Alien-Instinkt sorgt halt dafür, dass der am weitest entfernteste Survivor angezeigt wird. Oh, es gibt einen Mori. Der am weitesten entfernt und verletzt ist, der wird ja angezeigt und er bekommt dann auch noch ahnungslos obendrauf. Und ja, das schöne Mori hier, zack. Da hat es den Bot halt einfach zerlegt. Da hatten wir auf jeden Fall ein bisschen Alien-Instinct-Value. Sehr schön. Ripley wurde gerettet von Jill. Oh, Jill ist eine harte Nuss, ne? Ah, okay, Dominic. Ja, da eben noch gelobt und eben so viel Zeit gestohlen. Und jetzt zack. Aber aber ist wieder ein Gen fertig geworden. Wahrscheinlich während des Moris oder sowas. Sehr schön. Nur noch ein Gen, 3 Survivor. Es ist machbar, Leute. Und wenn Jill wieder ein bisschen gut... Oh, da haben wir Balanced Landing auf der Jill. Nice, nice, nice. Sehr gut gemacht. Also sie kann wieder richtig schön viel Zeit stehlen. Ah, sehe ich dann einen Tail Attack? Oder ein normaler Hit? Nee, der wird normal gehittet. Und auch da kommt das Mori. Und Jill war für mich auf jeden Fall der beste Survivor hier in der Runde, würde ich mal sagen. Hat am meisten Zeit gestohlen und sehr gut gespielt. Und das auf dem PDB. Ja, Respekt. Und da war wieder ein schönes Mori. Zwei Moris, gut, der eine war ein Bot. Und wurde natürlich auch noch durch ahnungslos... handlungsunfähig gemacht, so ein bisschen. Bia hat dann wahrscheinlich auch Stromstoß eben reingekloppt in den Generator, weil der Jill hier umgeflogen ist. Da gab es wohl einen kleinen Cut gerade, ja. Und ja gut, das ist Ripley und die Hedy werden noch besucht. Es geht ab in den Tunnel. Wir wollen gucken, ob wir Schritte hören können wahrscheinlich. Das geht instant wieder raus. Aber hier ist nichts los. Okay, dann wollen wir anders hingehen, gucken. Also ich glaube, ein Gen, 2 Survivor. Es wäre machbar. Ich muss sagen, es ist machbar. Wenn das jetzt der Live-Server wäre, würde ich sagen, die könnten es noch schaffen. Wir spielen aber hier auf dem PDB. Es kann also sein, dass die beiden letzten Survivor sich denken, komm, wir machen jetzt einfach nur noch Faxen oder gar nichts. Aber auf dem Live-Server würde ich sagen, oh, hier gerade Spuren. Oh, 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 oh. Ja, oh, doch, 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 die machen was. Oh, es ist die Hedy hier. Und die ist... Ja, die kassiert erstmal. Sehr schön. Okay, ich habe mich geirrt. Die wollten doch den Generator machen. Oh, in den Flammenwerfer. In den Flammenwerfer. Aber noch rechtzeitig geschafft. Nee, noch doch nicht. Wir sind wieder raus aus dem Laufmodus. Okay, die wollten doch den Generator machen. Okay, die sind nicht untätig. Ich nehme alles zurück. Die versuchen hier tatsächlich zu escapen. Ein bisschen Moonwalken hier mit Xenomorphi. Und, ja, nichts passiert. Oh, das war aber sehr gut geraten. Saphirfire, das war ja sehr gut geraten. Das war ja, das war ja böse, böse, böse gut geraten. Yo, Ripley hat's erwischt. Das war ja on point. Das war ja richtig kriminell gerade. Ey, Saphirfire, musst du mir mal in die Kommentare schreiben, ob du das wirklich gewusst hast? Oder einfach nur wirklich Luck. Also, es sah nach einer Menge Luck aus, muss ich sagen. Einfach sehr gut geraten. Es geht wieder in den Tunnel. Da steht ein Geschütz. Da hinten auch. Ja, Flammenwerfer sind am Start, aber überwiegend halt an den Tunnelsystemen platziert und nicht so an Generatoren etc. Da. Ah, okay. Hier ist Hedy. Und selbst die Hedy versucht einfach noch einen Generator zu machen. Hedy ist wirklich on point. Die will entkommen. Die weiß genau, kommen jetzt oder nie. Aber ich glaube, das schafft sie nicht. Sie kann nicht anhucken. Wir haben da die Tail-Attack. Ja, sie gibt auf. Hedy gibt auf. Wird jetzt... Oh, aufgehoben. Wir können aber Morin eigentlich. Na, so, Mori am Start jetzt hier. Na? Oh, okay, die ist on. Die ist aber... Die ist flink unterwegs. Ja, und dann haben wir jetzt hier einen Hook down, also einen Hakentod und 3 Moris. Sehr, sehr schön auf jeden Fall.
Und auch das erste Mal eine Runde vom PDB, die wirklich, wirklich gut geworden ist. Ja, Saphirfire muss man sagen. Dann schauen wir nochmal ins Scoreboard rein. So, dann haben wir das Scoreboard einmal von den Survivern. Ja, Alan Ripley sogar Perkless gespielt. Ja, eine schöne Runde vom PDB. Hätte ich nicht gedacht, dass man eine so schöne Runde dort erwischt. Ja, liebe Leute, wenn es euch gefallen hat, dann Däumchen nach oben da lassen. Saphirfire wie immer in der Videobeschreibung verlinkt, wie alle anderen auch. Und dann würde ich sagen, wir hören und sehen uns im nächsten Video. Bis dann und ciao.